Also, dass wir dann wirklich so eine Art Hafen haben. Mit Häusern. So wie in Hamburg? Ja, so wie in Hamburg. Hamburg. Ne, Hamburg. 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 Da kommen die Hamburger her. So blöd wie es klingt, aber aus Hamburg kommt nicht die Hamburger. Ja, nee. Das glaube ich nur, weil die Deutschen daher gesegelt gekommen sind. Ey, die Leute, da kommen Schiffe, oh Gott. Wir haben immer noch keinen Stadtnamen. Oh, wo kommen wir her? Aus Hamburg. Oh, was ist dir denn da? Ja, das ist was Neues, ja. Das haben wir erfunden, ja. Ja. Hier in Amerika haben wir das erfunden, ja. Das ist ein Stück Fleisch, ja, gegrillt, so flach und dann in eine Semmel rein, ja. Dann Brötchen. Ja. Die Amerikaner so, wo kommen die nochmal her? Hamburg. Okay, das ist ein Hamburger, ja. Okay, das ist schön. Sowieso. Nur der Kebab, ja. Echt türkisch-deutsch. Ja, genau. Wie der Döner, der ja auch angeblich aus Türkland, aus Türkland kommt. Aus Türkland. Kommt aus dem Osmanischen Reich, ja. Ja, genau. Turkmenistan. Aus was? Turkmenistan. Turkmenistan, ja. Genau. Aus Jukmida. Ja. Jukmida. Aus Jukmida. Mich juckt am Rücken. Musst du kratzen, wenn es juckt oder wascht dich. Was das Schlimmste ist? Ein juckender Rücken. Immer wenn ich mich wasche, dann juckt mir mein Rücken. Ernsthaft? Weil ich trockene Haut hab. Ich will gerade sagen, Wasserallergie? Nee, aber nur trockene Haut. Mein Körper ist dann so, Motherfucker, wir brauchen mehr Wasser auf der Haut. Und ich so, nee, ist nicht, bin jetzt fertig mit Baden. Ja, dann so, ach, dein Pech. Motherfucker. A, B, C, as easy as 1, 2, 3. Ah, jo. B, B, C. Oh, Alter. Was denn? Zombie. Kühe? Zombie-Kühe. Nein. Was dann? Oh. Naja, Creeper. Ach du Scheiße. Den hast du erwischt. Jetzt sind wirklich 5 Kühe geflohen, Alter. Nein! Guck dir jetzt das mal an. Ich hab erst verstanden, was du gesagt hast. Kühe, ach, Creeper, mein Hirn. Flo, guck dir das mal eine an. Eine Sekunde später. Guck dir das einfach mal an, wie scheiße knapp das war. Nur 5 Kühe sind geflohen. Warte, Gaufe. Ich würde ja gerne, aber ich habe Angst, dass ich dann nachher vorbeigehe. Das sind wortwörtlich. Auf dem einen unbeleuchteten Wegstück zu Dannys Haus zu hin sind 4 Creeper. Ja, dann. Ja, das ist immer so. Yo, das sieht hübsch aus hier, die Explosion. Erstmal pennen gehen. Erstmal genau so sprengen, dass ja keine Tiere rauskommen. Ja, aber ganz knapp, ganz knapp. Oh ja, dein Schwert steht raus. God damn it! Ich komm von meinem Haus nicht weg. Oh ja. Oh ja, oh ja. Das ist voll geil. What das ist fuck? Voll spritzig. Das ist eine Spawn-Oase. Oh. What the fuck? Ja, dann gepennt. Ja, die das Danny? Nope. Ja. Nope. Ja. Ah, geht doch. Nope. Ab. Na schon, aggressives. Könnt ihr jetzt euch jetzt mal ins Bett legen, Herrgott, nochmal? Da kann ich das. Und Kentucky, ja, bitte nicht töten, ich hab 28 Level. Ich hab 29 Level. Okay. Deswegen, das ist bei uns ganz kritisch. Also gegenseitig hauen geht, aber nicht jemanden töten. Umbringen. Na, sonst wirst du dein Leben nachher hassen. Genau. Ich hab Angst. Gesundheit. Gesünderheit. Da sprach die Sünde aus mir. Du hast da ein paar Cobblestone-Stufen weggesprengt. Was? Ich wollte mir einen Creeper zu deinem Haus.
Das ist keine Baby-Zombie. Erstmal den Creeper zum Haus führen. Ich sehe nur den hier am Turm stehen. So. Da hat gerade ein Schaf durch die Ecke geguckt. Alter. Danny, es hat sich ein Creeper von hinten geschlichen, der hat mich in den Creeper vor mir reingeschossen. Mann. Das ist creepy, Dudes. Wie war sein? Sneaky Peaky Bastards. Nein, warte! Oh. Machen wir es erstmal so zu. Ich meine. Nein. Computer sagt nein. Ja, ja. Das sagt nein. Ja. Ach Gott. Und Kentucky, immer wenn du was sprengst, reparierst. Nichts gesprengt. Nein, ich sag's dir nur mal vorher. Ich hab nichts getan. Erwart mich. Ja, ich bin immer schon. Hashtag Blame. Du bist nur dann schuld? Hashtag immer ich schuld. Weiß nicht. Nee, du warst nur immer schuld, weil du immer beschlossen hast, in TTT random zu killen. Vollidiot. Aber komischerweise habe ich immer die Trader gekillt. Nee. Ja, aber das macht keinen Spaß. Aber so war das im Grunde ist einfach, weil da können noch andere Trader sein. Was? Was? Ja, da waren die Runden schneller vorbei und da konnten auch mal andere Trader sein. Ja, aber die Trader, die in der Runde ich booste waren, dich. Waren, hatten keinen Spaß. Ah! Die Shit, ey. Alle Haft damit. Was hat das für ein Boost, ey? Ey, mich hat's an die Wand geklatscht, Mann. Das waren Knockback 4 Schwerter, oder 3, oder 2, oder 1, oder 0. Nee, Rückschluss 2. Over 9000. Hey. Könnte mal bitte jemand komplett die Bäume hier fällen? Ja, Daddy. Da bin ich nicht angekommen. Da baut schon. Nimm dir ein Feuerzeug. Nee, da brennt er doch die Hütte ab. Da brennt er alles ab. Ach was, ihr seid doch nur feige. Du bist feige. Gibt's Essen? Ja. Das hätte jetzt nicht gesagt, Flo. Gibt Essen. Froschi geht essen. Und ich müsste eigentlich mal... Oh, das riecht geil! Was gibt's denn okay. Schönes? Ich hab keine Ahnung, aber es riecht nach Fleisch mit Nudeln. Ich ja, weiß es nicht, aber ich kann es riechen. Oh ja! Ich weiß es. Ich hatte gerade Nudeln betont. Ich weiß es nicht, was es gibt, aber ich kann es riechen. Weil das Nudeln in sich lustig ist. Und Nudeln. Ja, ich kann nur raten, ja. Es könnte auch genauso gut... Nee, es ist ziemlich sicher Fleisch mit Nudeln und Soße. Ja. Ich weiß nicht, was Nudeln. Es ist, aber ich kann es riechen. Ja, wenn du was riechst, dann bist du kannst du es nicht wissen, weil du hast das ja noch nicht gesehen, ja. Aber du kannst es raten. Ach, schon mal geraten, dass Spaghetti gibt. Was gab's? Lasagne, ja? Knapp daneben. Naja, der riecht war gar nicht so schlecht. Liebe Lasagne. Gut, dann bin ich in 20. Bis in 20. Ich bin in 20, user disconnected von your channel. Was? Nee, nee, ich hab da sowas Nettes, ja? Man kann nämlich bei TeamSpeak bei den Einstellungen Templates festlegen, ja? Jetzt habe ich ein Template, also für Abwesenheiten, ja? War eines Baden, Essen, Scheißen und Schlafen. Also im Endeffekt alles, was ich in meinem Leben so tue. Essen, Uff. Scheißen, Schlafen und an und wann mal baden, damit sich die Leute in meiner Umgebung nicht über den Wind beschweren. Was haben jetzt deine Fürze mit Baden zu tun? Was? Na, über den Wind beschweren. Über den Wind im Sinne von, geht mal eine leichte Prise schon, kommt der Geruch aus meinem Zimmer raus. Ist schlimm. Egal, bin noch mal am Essen. Bis in 20. Was? Minuten wahrscheinlich. Jahre. Ja. Kannst du das nicht sagen? 20 Jahre. 20 Jahre. 20 Jahre später kam der kleine Peter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt fragen sollte oder eher nachher, aber was ist jetzt passiert mit dem Beat, den ich dir machen sollte? Ja, ich hatte bis jetzt noch keine Zeit gefunden, muss ich ernsthaft sagen. Holy. Ja, ich weiß, aber das muss ich noch bis zum Wochenende irgendwie hinkriegen. Mach ich aber noch. Mach ich noch. Es brennt, ein Lichtlein brennt. Was ist brennt? Es brennt, ein Lichtlein brennt? Du hast nur eins. Wann waren es zwei? Und dann brennt's mal ganz gescheit. Also ein brennendes Haus. Mutti, komm raus, das Haus brennt.
Warum soll ich dann rauskommen? Das Essen geht dann schneller. Also genau. Mama, Mama, komm schnell, das Haus brennt! Mein Sohn, ich koch doch nur. Fadi, Fadi, das Haus brennt. Mutti kocht. Oh Gott, Kinder verschwinden. Lauf. Lauf. Was gibt's noch mit Hackbraten? Scheiße! Oh Gott. Ich frage mich, was die meisten Leute gegen Hackbraten haben. Na, alles wird aus Hack gemacht. Ja, aus Hackepeter wird Kacke später. Ganz genau. Und Kentucky, wie kommt's voran? Ja, ziemlich gut. Die erste wäre schon mal fertig. Du willst drei nebeneinander machen und dann willst du da drin dein Haus irgendwie machen oder was? Ja, so ähnlich. Das eine ist die Hauptbasis, die anderen zwei sind meine Lager und. Ja, und dann möchte ich auch noch in meiner Hauptbasis so ein Treppenhaus nach unten ins Wasser bauen. Weil ja. Unterirdisch noch irgendwas ist. Cool. Ich muss aber auch erstmal bei mir so gucken, wie ich das Ding jetzt baue, weil ich baue es jetzt gerade ein bisschen kleiner, als ich sonst immer mache. Ah, Gott. Wo mache ich dein Palast hin? Das ist hinter einem Farmhaus. Normalerweise ist der Boden 25 mal 25 Blöcke groß und dann wird das immer pro Stockwerk ein bisschen kleiner. Bloß, jetzt ist er bloß 19 mal 19 Blöcke groß und da muss ich eben halt ein bisschen improvisieren. Oder improvisieren. 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 Ja. Das alles mal Impro anvisieren. So, erstmal kommt hier wieder der ganze Schrott raus. Jetzt kommen ein paar Steintreppen. Master of the Disaster. Ja, genau. Genau. Wie kann ich jetzt. Ich packe hier immer noch so Stein hin. Richtet sich Aaron eigentlich immer noch auf in der Konfi? Weil er nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Naja, weil er wieder auf Nova irgendwie zurück wollte und dann beklagt er sich, dass alle den anderen irgendwie als Hacker bezeichnen aus dem gegnerischen Team und Silber halt. Ja und? Denn darüber richtet er sich eben halt auf, dass er eben halt so schlechte Mitspieler hat. Ja gut. Aber irgendwie muss man ja dann an den Server carryen können. Weil theoretisch, ich meine, gut, jede Runde konstant. Irgendwann erwischt du mal so verdammt schlechte Spieler, dass einfach nur auf einen Gegner treffen und da jedes Mal verlieren. Hm. Ich denke, ja, dass irgendwann hast du es nur, dass das jede Runde passiert. Ja. Und das ist halt in diesem Server eh irgendwie alles scheiße. Okay. Also ich meine jetzt, die Smurfer spielen gut, aber das ist für uns scheiße. Außer du hast selber so ein Team. Ja, aber trotzdem. Wir hatten letztens einen und der war voll mega überpowered. Das war nicht mehr feierlich. Wenn ich selber einen Smurfer im Team habe, melde ich den selber, muss ich ernsthaft sagen. Ich kann sowas überhaupt nicht abhaben. Ich verstehe es, wenn welche mit ihren Freunden zusammenspielen wollen, aber wenn die ganze Zeit nichts sagen oder nichts schreiben. Theoretisch, ich glaube, dass Smurfing sogar unter Griefing fällt. Ja, ich gibt's für Smurfing keinen richtigen Teil. Denn leider auch die Overwatcher so.
Ja, gab das, dass die Overwatcher die das Griefing, also das Griefer halt reporten dürfen, weil sie theoretisch da der Spül zusammenhauen. Als Overwatcher erkennt man aber ins Smurfer nicht. Oh ja. Die was höher vom Rang höher spielen, erkennst du den Smurfer ziemlich gut. Ja, aus dem Prinzip her, dass er dann eine übertriebene Punktzahl hat und so weiter, klar. Ja, er sieht, wie er spielt. Und er sieht, wie die anderen spielen. Dann braucht er eh nicht drauf schauen. Wenn die anderen durchgehend nichts treffen, weißt du, es ist Silber oder was auch immer. Und wenn jetzt einer dabei ist, der was One-Click hat, das durchgehend druckt. Entweder ist er ein Smurfer. Oder eben. Oder hat neben nicht und hat einen Trigger aus. Aber ich gehe dann meistens immer auf Richtung Aimbot anstatt auf Griefing, also beziehungsweise Smurfer. Aber ach, keine Ahnung, wenn ich jemanden für Griefing irgendwie rinhaue, das ist dann Spielbehinderung. Und was ist bitte schön Smurfen für eine Spielbehinderung, weil wenn er ordentlich spielt... Naja, Kinder, der aus seinem Main-Account spielen. Ist er nicht so, als hätte er noch den Smurf jetzt. Also du meinst sozusagen... man könnte es so sehen als Trolling der Gegner. Ja. Oder sie sehen. Ah. Nicht jetzt ganz unrecht. Würde ich euch auch nicht sagen dagegen. Recht hat er damit, aber es ist trotzdem so ein Ding als Overwatcher sowas zu sagen. Ja, gut, du musst es mal beweisen können, dass es mal. Wenn du die Vermutung hast. Weil es kann ja auch so immer so wie Danny jetzt, der anfängt endlich mal einen Rang kriegen zu wollen. Ist aber tierisch gut in dem Spiel. Und muss natürlich aber erstmal gegen die ganzen Schwachen antreten, damit er eben halt einen Rang kriegt. Und dann bezeichnen sie den natürlich als Hacker. Also, wie dich jetzt, ich habe gerade mit Luca geredet. Hm. Du wurdest auch gleich mit Nova 3 eingewängt. Ja. Bin ich schon kurz vom Master Guardian. Du musst erstmal Nova Master werden, ja? Ich? Ja. Ich bin Nova Master. Bist du schon? Okay. Ja. Habt ihr gestern den Rang gesehen von dem, den ich aussehen eingeladen habe? Der Typ war Legendary Eagle Master. Ich hab bei mir in der Friendslist, der ist Global Elite. Kennst du den? Ja, aber Global Elite, ja. Meinst du Holy oder was? Wenn ich Global Elite werden würde ich erstmal, das ist kein guter Rang mehr. Warum nicht? Du hast halt den Global Elite. Weil da viele Hacker noch. Ja, du hast den Global Elite definitiv mehr Hacker als wie überall anders. Ja, ist so. Macht keinen Sinn damit zu spielen, also auf Global Elite. Können wir bitte pennen gehen? Ja, aber warum dann smurfen? Mal ganz ernsthaft. Ich meine, wenn du es als normaler Spieler bis Global Elite geschafft hast, ohne zu hacken, dann müsste man doch eigentlich auch schon fast so gut sein wie ein Hacker, oder? Ja, sie smurfen ja nur aus dem Grund, damit sie bessere Sets haben auf die Smurfs. Weil die auf einem Main-Account waren sie sicher nicht von Anfang an so gut. Und wenn sie mit dem Smurf spielen, sind sie geil von Anfang an, haben sie gute Stats, also fast jedes Match. Was bringt dir das? Ja, sie können damit auch gehen. Oh Gott. Ganz genau das. Oh ja. Ich werde Smurfen nie verstehen. Also ich meine, klar, Global Elite vielleicht, ja, dass ich dann vielleicht nur mit Freunden spielen kann. Aber ich würde dann so scheiße ehrlich sein und sagen, ey Leute, tut mir leid, ich bin ein Smurfer, bei mir Global Elite, da sind mehr Hacker unterwegs als alles andere. Ich habe da jetzt keine Lust mehr mitzuspielen, weißt du? Deswegen will ich mir einen neuen Account machen. Oder irgendwie so ein Scheiß. Ja, da werden die aber auch sagen, ja, warum hast du dich denn nicht downranken lassen und so. Könnte man eigentlich ummachen, stimmt. Ja, aber das dauert ziemlich lange, weil du dann mit Absicht down verlieren musst. Da kannst du auch für Griefing reported werden. Im nächsten Tag.
Da hat der Luke eigentlich gar nicht mal so unrecht. Oder man fängt, sobald man Global Elite ist, selber an mit Hacken. Das ist eine andere Möglichkeit, ja. Weil sobald du einen Rang Global Elite hast, sieht dich nicht mal jeder als Hacker an. Da frage ich mich aber meistens immer noch, welche Global Elite werden können. Ja, das müssen ja wirklich welche sind ohne Leben. Ja, das sind die, meistens sind es die, was den ganzen Tag daheim hocken oder nur durchgehend CSGO spielen. Nichts anderes. Also, ever in 5 Jahren. Sagen wir mal ja. Wird schon passend. Also ich finde, der beste Rang ist immer noch Legendary Eagle. Der ist so zwischen Global und Master Guardian. Also nach Legendary Eagle kommt Supreme Master, danach Global. Ist wirklich, dass der so gut ist? Ja, bei Legendary Eagle sind die richtigen